Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Denn es wurde wieder ein neuer Dinosaurier released. Und zwar der erste Sauropode. Das ist nämlich der Amagasaurus. Und der sieht richtig cool aus, finde ich. Gerade die Farben hier von dem Standardskin gefallen mir schon echt gut. Gehen wir runter zum Wasser. Der ist gar nicht so langsam. Ja, der sieht schon extrem cool aus. Es gibt ja auch wieder verschiedene Unterarten. Dann hat er nicht unbedingt Stacheln. Der kann da auch ein Segel haben am Hals. Zeige ich euch gleich aber auch noch. Gehen jetzt erstmal einmal die Calls durch, würde ich sagen. Das ist der Broadcast, den habt ihr ja gerade schon gesehen. Dann haben wir Friendly. Boah, der klingt ja auch cool, richtig tief. Dann haben wir als nächstes hier, ich glaube, das ist aggressiv. Es bewegt sich halt wirklich alles da. Über der Nase die Haut, dann die Zunge. Und die Sounds sind auch richtig gut. Ist das Hilferuf hier, das Ausrufezeichen? Ich glaube schon. Schütteln kann er sich auch. Und auch umgucken. Also optisch und von diesen Schreien und Animationen, das gefällt mir schon richtig gut wieder. Das hier ist der Call, um Leute in die Gruppe einzuladen. Der klingt auch nice. Ja, und das war's mit den Calls. Wir haben natürlich auch noch Angriffe. Genau, da können wir dann zum Beispiel einen Kopfstoß lernen. Bestätigen. Und man kann auch noch mehr Attacken lernen. Ich habe nur noch jetzt die Sachen hier nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch nicht gibt im Spiel oder ob ich die halt erst freischalten muss durch Quests. Weil es soll auch so eine Halsattacke geben, aber ich glaube, das ist der Kopfstoß hier. Ja, da können wir dann richtig mit den Stacheln da oben auch zuhauen. Das macht auch Bleed Damage. Also ist natürlich sehr, sehr praktisch dann, um Angreifer abzuwehren. Gerade Blutungsschaden ist natürlich sehr furchteinflößend. Wir setzen uns mal hin. Oh, das sieht auch süß aus. Und schlafen. Geht natürlich auch. So richtig schön eingerollt. Mal sprinten haben wir ja gerade schon gesehen. Also der ist relativ fix auf den Beinen. Schleichen kann er auch. Und Precise Movement kann er auch. Also das heißt, selbst im Kampf wäre er sogar einigermaßen wendig, obwohl er so groß ist. Was natürlich echt praktisch ist. Kann sich halt auf der Stelle drehen, aber dafür ist er halt nicht ganz so schnell im Drehen. Und wie das gerade aussah. Hier den Hals verdreht. Ich kann euch jetzt aber erstmal hier in dem Charaktermenü nochmal die Unterarten zeigen. Weil die unterscheiden sich schon sehr stark bei dem Amaga. Bei der Variante hat man zum Beispiel so eine Mischung aus, ja, Segel, so ein halbes Segel. Ganz ruhig, mein Kleiner. Und dann Stacheln da oben drüber noch. Und dann gibt es noch eine Variante, wo man nur ein Segel hat. Sieht auch irgendwie interessant aus, aber gewöhnungsbedürftig. Ich kenne halt den Amaga eher so, von Jurassic World Evolution 2. Aber hier kann man mittlerweile auch die Calls machen. Das ist auch neu. Aber die sind schon interessant, die Unterarten. Oh, das war falsch. Weibchen sieht farblich auch anders aus. Ist halt ein bisschen getarnter als das Männchen. Das Männchen ist schon sehr auffällig. Übrigens, die verschiedenen Unterarten haben natürlich auch wieder verschiedene Stats.
aber das kennt ihr ja schon. Und hier kann man dann auch wieder natürlich viel an den Farben noch anpassen. Also da geht auch wieder einiges. Müsst ihr dann mal selber ausprobieren. Weil das kann ich jetzt nicht alles zeigen. Das würde, glaube ich, zu lange dauern. Die Skins müssten wir uns ja auch angucken können eigentlich. Hier bei Charakter. Genau, hier bei Skin. Dann können wir die auch mal durchgehen. Die muss man dann natürlich freischalten, wenn man Quests erledigt hat. Mit diesen Punkten, die man sammelt. Ich schalte jetzt einmal alle durch. Sehen auch interessant aus. Teilweise sehr farbenfroh, was mir gut gefällt. Oh, der ist auch cool, so richtig schön grün. Ich finde aber immer noch, dass die nicht ganz so cool rüberkommen hier in dieser Ansicht. Sind irgendwie von der Grafik nicht ganz so gut. Aber man kann trotzdem natürlich die Farbe erkennen. Das ist, glaube ich, melanistisch. Und jetzt nochmal Albino. Boah, das ist natürlich mega auffällig. Und den Bäcker-Skin. Den haben wir natürlich, weil wir das Spiel unterstützt haben. Sollen wir den mal machen? Das dauert jetzt wahrscheinlich, glaube ich, dass wir es noch erleben. Aber jetzt seht ihr wenigstens den Prozess auch mal, wenn man einen neuen Skin auswählt. Dann seht ihr oben rechts dieses Häuten. Und dann nach und nach entsteht dieser Skin. Also mit einem schönen Übergang. Finde ich auch echt cool, die Lösung. Weil sonst könnte man ja zum Beispiel, wenn man gerade verfolgt wird oder so, in den Wald rennen und sein Äußeres ändern. Und dann kann einen der Gegner gar nicht mehr erkennen, dass man der eine war. Das könnte man halt schon zu seinem Vorteil nutzen. Und dadurch, dass es dann so langsam geht, kann man das natürlich nicht machen. Oh, kann der schwimmen? Der kann schwimmen, aber nur kurz. Ihr seht ja unten, die Ausdauer geht echt schnell weg. Da muss man dann vorsichtig sein, nicht, dass man ertrinkt. Oh, jetzt kann man sogar schon ein bisschen den neuen Skin erkennen. Oh, wir gehen unter. Seht ihr schon so ein bisschen diese orangenen Flecken auf der Haut? Und das Rot blasst auch langsam aus. Also man kann, glaube ich, den Prozess schon sehr gut sehen. Wir gehen jetzt aber mal auf einen Multiplayer-Server. Da starten wir dann als Winzling. Schaut mal, wie klein der aussieht. Ist ja mega süß. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal in der Hatchling-Höhle. Ja, genau. Oh, was ein süßes Baby. Mit so einem riesen Glubschauge. Der Schrei klingt dann auch anders. Aber ist sehr, sehr niedlich. Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder einen Livestream machen, weil ich habe jetzt nicht die Zeit, den groß zu ziehen und dann das Ganze noch aufzunehmen. Im Livestream könnten wir dann vielleicht mal zusammen so eine Amaga-Gruppe machen. Und mittlerweile hat sich auch echt viel getan bei Path of Titans. Also ich glaube, das wird sich lohnen, dort mal wieder reinzuschauen im Livestream. Wie schnell der ist. Er verliert auch gar keine Ausdauer. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in dieser Cave bin. Oh, der kann sogar springen. Das ist ja niedlich. Ja, ich würde aber sagen, Leute, den Amaga habt ihr jetzt gesehen, aber es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten. Denn es gibt auch eine neue offizielle Karte, die momentan in Arbeit ist. Die kann man leider jetzt noch nicht spielen, aber die wird dann hoffentlich mit den nächsten Updates auch ins Game kommen. Die heißt übrigens Gonvar und das ist eine Inselkarte. Ich denke mal, dass die dann auch wieder sehr detailreich sein wird, weil die Panjura heißt ja die Standardkarte, die erste. Und die ist ja auch schon richtig gut. Einzigartige Biome wird es geben, die wir vorher noch gar nicht hatten. Hier sieht man auch mal, wie schön das Spiel aussieht, wenn dann die Dinosaurier als Herden und sowas da durch die Landschaften laufen. Und hier auch die Felslandschaft sieht richtig cool aus. Neues Fressen und neue Quests wird es auch geben. Und das sieht auch interessant aus. Das Wasser sieht so richtig schwefellastig aus. Ja, die Map wird es halt bald zum Testen geben. Werden wir natürlich machen, wenn es soweit ist. Und da wir uns den Amagasaurus noch nicht im Kampf anschauen konnten, werden wir uns das jetzt nochmal im offiziellen Path of Titans Video angucken. Da werden nämlich zwei Amagas von einem Allosaurus angegriffen.
Was schon echt brutal aussieht. Oh, der eine Amaga, der macht's nicht mehr lange. Der geht ja auch down. Aber der andere kämpft noch. Mit seinen Halsstacheln. Das sind schon sehr coole Szenen, muss man sagen. Sieht echt nice aus. Ist übrigens bei dem Amaga so, wenn man diese Unterart mit den Stacheln auswählt, dann macht man Blutungsschaden. Wenn man das mit dem Segel nimmt, nicht. Also das unterscheidet sich da auch nochmal. Und dann gibt es hier auch noch einen neuen Bereich im Menü. Der heißt Aufwerten. Der glänzt auch so schön, weil der neu ist. Da kann man sich dann nochmal alle Dinosaurier angucken und Skins und sowas angucken, die man halt freigeschaltet hat oder nicht freigeschaltet hat. In meinem Fall sind die jetzt alle auf grün. Das heißt, dass ich die habe, die Dinosaurier. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Spiel unterstützt habe. Deswegen habe ich alles freigeschaltet. Aber ich denke mal, wenn man hier was nicht haben würde, zum Beispiel das Dinosaurier-Pack hier, dann wäre da auch was Rotes. Und dann kann man bestimmt sehen, wie man die freischaltet. Ist natürlich nochmal sehr, sehr praktisch und auch sehr übersichtlich gemacht, wie ich finde. Das hier sind zum Beispiel alles die Unterstützer-Skins. Sind auch alle auf grün. Das Einzige, was ich noch nicht freigeschaltet habe, sind diese Skins. Die bekommt man nämlich, wenn andere Leute das Spiel über den Freundescode hier kaufen. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne diesen Code da angeben, wenn ihr das Spiel euch holt. Oder halt über den Link in der Videobeschreibung, den packe ich auch mal rein. Und ja, ihr könnt mir halt dann diese Skins freischalten, würde ich mich mega drüber freuen. Ist aber kein Muss, also keine Sorge, ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht macht. Das soll es jetzt aber mit dem heutigen Video gewesen sein. Würde mich selber ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.